Der Wohnungsmarkt ist seit Jahren angespannt, auch hier bei uns in Niedersachsen. Steigende Mieten stellen für viele ein großes Problem dar und sind mittlerweile ein Armutsrisiko. Gerade auf Landesebene kann hier aber besonders viel getan werden. Uns als SOVD liegt dieses Thema sehr am Herzen. Vor kurzem haben wir die Statements der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten veröffentlicht, in denen wir gefragt haben, was sie im Bereich Wohnen tun wollen. Heute möchten wir als größter Sozialverband unsere Position darlegen. Erstens, wir brauchen mehr barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum. Dafür muss das Land sorgen. Zweitens, die Anzahl der Sozialwohnungen ist in Niedersachsen in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Wir benötigen hier dringend den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und eine Verlängerung der Sozialbindung. Drittens, der öffentliche kommunale Wohnungsmarkt und die Genossenschaften müssen dringend gestärkt werden. Weniger Privatisierung, damit sich auch die Mittelschicht die Mieten leisten kann und diese kein Armutsrisiko darstellen. Sie sehen, im Bereich des Wohnens ist noch viel zu tun. Die neue Landesregierung muss die Ärmel hochkrempeln und es anpacken. Mein Name ist Katharina Lorenz und ich bin die Leiterin der Abteilung Sozialpolitik im SOVD-Landesverband Niedersachsen. Bitte geben Sie am 9. Oktober Ihre Stimme ab und wählen Sie die Landesregierung, die sich für alle Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Vielen Dank!